Hi Leute, willkommen in der nächsten Guide-Folge. Heute mit dem Spielstart Sengende Niederlage aus dem DLC Split Vendetta. Wir sind hier ein Split und starten in einer Jaguar mit 15.000 Credits. Und ich werde das jetzt einmal nochmal neu laden, denn der Spielstart geht hier direkt los. Und dann sehen wir uns gleich, sobald wir hier nochmal neu gestartet haben. So, willkommen zurück. Unser Spielstand ist gleich geladen und dann geht's los. Und Patriarch alles Split in seiner Weisheit deiner Kapitulation ehrenvoll annimmt. Du jetzt aufgibst, dann du ehrenvolle und schnelle Hinrichtung bekommst. Okay, Leute, so, wir sind hier im Raumanzug. Und ja, der Split hat uns mehr oder weniger angefunkt. Es sieht danach aus, als gab es hier eine Schlacht und wir haben keinen Sauerstoff mehr. Ja, das macht die Sache jetzt nicht gerade einfacher. Ja, wir fliegen einfach mal los. Ich habe das... Oh, wir haben überhaupt gar keine... Oder? Ein komischer Raumanzug. Ja, dann. Zu viel Hintergrundrauschen. Okay, wir sollen Scanner nutzlos sein. Uns nicht bewegen wegen dem Sauerstoff. Nicht noch mehr Piloten verlieren können. Weiterschauen. Ja, wir haben allerdings keine Fluchtmöglichkeit hier, ne? Können wir mal gucken, hier ist noch ein Büffel. Gucken wir den. Was wollen Sie? Na, den können wir nicht anfunken, da bekommen wir keine Hilfe. Jetzt. Ist auch ein bisschen weit weg. Okay, scannen können wir auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Ein Asteroid. Asteroid. Okay. So, die Flotte hier, die zieht jetzt ab. Wir sind hier noch im Raumanzug, hier mitten in der Schlacht hier. Hier wurde ja einiges zerstört. Splitkrieger, wir dich finden werden. Okay, wir werden. Überlebe oder entehre deine Familie. Okay. Mit deinen Kriegsrausch. Um zu sparen Sauerstoff. Pilot entdeckt. Fast da. Oh, wir werden abgeholt. Undock-Erlaubnis erteilt. Dann werden wir uns jetzt mal auf unser Schiff begeben. Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Jaguar. So, und das ist unsere Jaguar. Wir haben sogar einen Piloten, wie es scheint, oder? Das ist noch gar nicht unser Schiff. Sie haben uns zum Sterben zurückgelassen. Wir sie bezahlen lassen für ihre Arroganz. Du nehmen Schiff und üben Rache. Okay. So, das Schiff ist jetzt unser. Nehmen wir mal kurz auf. Naja, das war nicht unser... Ist nicht unser Kapitän geworden hier, der Split oder die Split. So, wir haben unsere Jaguar. Haben hier schon mal einen Auftrag. Den setzen wir mal auf aktiv. 15.000 Credits. Die Jaguar ist ja, mit Reiseantrieb ausgestattet, Schild und eine Neutronen-Gatling. Satelliten haben wir ein paar.
So ein paar Grundscanner, aber ansonsten relativ spärlich ausgerüstet. Wir fliegen einfach mal hier dem Plot nach oder dem Auftrag. Ach so, der Auftrag will, dass wir hier die Plotte zerstören. Ja, das könnte tatsächlich mit unserem Jaguar ein bisschen schwierig werden. Gut, das werden wir so nicht schaffen. Schwierigkeit unmöglich. Okay, das heißt, das ist dann wohl auch ein Plot dazu, den wir dann erst später bedienen können. Ausgeschaltet. Gucken wir uns mal an, was wir noch so haben. Also das sind die drei Split-Sektoren, mehr haben wir auch nicht. Wir gehören den freien Familien, glaube ich, an. Ja, und mit den Ziad sind wir hier im Krieg, obwohl wir hier jetzt überall nicht den massiven Ruf haben, aber zumindest haben wir mal ein Schiff. Wir scannen einfach mal in den Raum hier rein. Denn irgendwelche Stationen soll das ja hier schon geben. Ja, mehr oder weniger sollen wir uns jetzt hier als Split mehr oder weniger breit machen, um dann später gegen die Ziad zu kämpfen. Die Bozo-Story wurde hier auch noch gar nicht aktiviert, sonst würden wir das auch sehen. Ja, ansonsten haben wir hier nicht viel. Wir haben nur diesen einen Auftrag hier. Wirklich glaubst du, es mit Split aufnehmen zu können? Unbekannte Station. Ah, wir fliegen einfach mal zu der Station hier hin. Ja, mehr gibt's hier eigentlich nicht. Wir können mal noch gucken, was in den anderen Sektoren vielleicht noch passiert. Ah, hier die Station wird sogar noch erst gebaut. Aber der Spielstand bietet sich halt an, um sich hier direkt in den Split-Sektoren breit zu machen, um dort halt sich mal ein Handelsimperium aufzubauen, mal ganz unabhängig von den Standard-Start-Sektoren. Kein Ruhm für dich. Das hat natürlich auch was, ne? Wenn wir hier anfangen mit Schiffswerften oder ähnliches, alles aus dem Split-Sektor raus. Und ja, sich dann von hier aus eben in die anderen Sektoren rauszuarbeiten. Das könnte tatsächlich ganz interessant sein, da meiner Meinung nach DLC-Fraktionen immer so ein bisschen außen vor sind. Wenn man da irgendwie der junge Aufsteiger gespielt hat, dann entwickeln sich so diese Randfraktionen aus den DLCs meiner Meinung nach nicht ganz so stark, wie es vielleicht angebracht wäre. So, jetzt landen wir mal hier auf der Station. Dann können wir uns nämlich auch gleich mal anschauen, welche Figuren wir hier spielen. Mein ist ein Split, das wissen wir. So, mal nochmal hier in Fotoposition aufgestellt. Da haben wir dann zum einen unser Schiff und unser Split, den wir hier spielen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Jaguar ist auch mehr ein Speerschiff. Aber die Sektoren hier, der Split, die sehen natürlich schon irgendwie schick aus. Ich mag diese helleren Sektoren sowieso ziemlich gut. Ja. So, ja, jetzt sind wir hier auf der Station. Ich habe eigentlich gedacht, da käme noch ein bisschen mehr. Wir fliegen jetzt einfach mal hier dem Autopilot nach hier. Das ist zwar jetzt hier der Auftrag, aber wir wollen ja sowieso noch in einen anderen Sektor rein. Von daher passt das dann auch gerade.
Das heißt, mit unserem aktuellen Ruf haben wir echt Schwierigkeiten hier überhaupt großartig schon was zu kaufen. Das heißt, wenn wir keine Blaupausen haben, müssten wir erstmal Ruf haben für einige Blaupausen. Kampfschiffe wird es auch schwierig, Waffen wird es schwierig, also im Endeffekt so ein richtiger Split-Start. Und wir haben hier überall die Ziad als Feinde hier um uns rum. Da können wir uns eigentlich, ja, der kriegerischen Natur der Split widmen und müssten jetzt hier eigentlich alles angreifen, was uns hier über den Weg läuft. Erreiche System, Tarkas Schlucht. Ich muss aber gestehen, dass ich gar nicht so der Freund bin von, ja, hier kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich mach's dann doch lieber von der Brücke aus und sage, okay, Flotte 1, bitte einmal zerstören. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich muss auch gestehen, ich bin nicht der Riesen-Split-Fan. War ich noch nie. Die Schiffe sind zwar ganz, ganz cool gemacht, aber die Fraktion als solches ist jetzt nicht mein Favorit. Das dürftet ihr aber schon aus dem Let's Play raus wissen. Es gibt nämlich nur eine Fraktion, für die ich lebe, und das sind die Tiladi. So, hier haben wir den Urteilshafen, auch feindlich. Nicht gewachsen. Ja, hier haben wir einen Drache. Komm, wir greifen den mal an. Wir haben hier nur eine Waffe, aber vielleicht können wir uns ja den Drachen hier gerade aneignen. Okay, er boostet sich erstmal weg. Wir lassen unsere Schilde mal erstmal laden hier. Du, wir müssen zu schießen. Split sich sonst totlachen. Ja, das Problem ist, er boostet sich immer schön weg. Aber das wird er bald nicht mehr können, sobald wir ihm die Schilde runtergeschossen haben. Okay, jetzt haben wir Raketen. Ja, so kann man es auch machen. Okay, also bevor ich mit einem Drachen anlegt. Na gut, mit den Raketen war jetzt eher ungünstig. Aber ich hätte jetzt auch nicht allzu viel mehr zu dem Spielstart hier sagen können. Es ist halt ein schöner Split-Spielstart, um wirklich mal das DLC, die DLC-Fraktion an sich auszubauen. Und jetzt kommt hier der Rest hier. Wenn er uns noch treffen würde, dann würden wir sogar sterben. Ja, aber mehr kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Außer, dass man hier das Übliche machen kann, wie Kristalle farmen, Handel betreiben, etc. Und das Ganze hier in dem DLC Split Vendetta. Das wäre auch mal ganz nett zu wissen, wenn man sich hier alles aufbaut als Imperium und dann hier in die Welt der anderen Fraktionen irgendwie rausfliegt. Das könnte auch ganz interessant werden. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spielstart. Dann schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.